Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Tea Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Und die kleine Maus ist auch ganz glücklich. Lieben wir auf jeden Fall. Und Sophia ist auch gerade noch am Diesel. Amaya hat gar keinen Spaß in den Backen. Aber das ist okay. Wir sind jetzt schon in Part 15 tatsächlich. Und ich finde, dafür sind wir auf jeden Fall schon ganz gut vorangekommen. Die kleine Maus ist nicht nur einfach so glücklich, sie hat sogar auch gute Needs. Was sehr, sehr toll ist. Deswegen kann sie aber mal ein bisschen Bauchzeit verbringen. Yay. So, und du brauchst irgendwie ein bisschen was, was dir Spaß in den Backen bringt. Wollte ich sie gerade tanzen schicken, aber sie kann nicht tanzen, weil sie sich so unwohl fühlt. Schade, Marmelade. Kannst du vielleicht mit deiner Freundin ein bisschen schäkern? Nicht wirklich. Naja, Dinge passieren. Wieso entschuldigen? Was ist passiert? Und ich habe so ein paar Einstellungen an meiner Kamera geändert. Hoffentlich ist es jetzt so slightly mehr synchron, weil ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, das ernsthaft zu erkennen. Deswegen hoffentlich passt das. Also gib mir gerne Feedback. Vielleicht kannst du mit deiner Tochter auch einfach gemeinsam ein bisschen Krabbeln üben oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das Spaß macht, aber es muss ja auch irgendwie getan werden, wa? Und ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man das machen kann, dass man diese Sachen auch übt mit dem Babysitter oder so. Weil man kann über MC Command Center einfach dann quasi Kontrolle und dann kann man halt diese Interaktion auswählen. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn wir hier alleine sind mit Celeste, dass wir da trotzdem dran arbeiten können eben. Oh mein Gott, ich möchte doch nur, dass sie ein bisschen krabbeln übt. Ist das so schwer? Weil dann ist sie ein bisschen schneller unterwegs. Warten, nee, nicht ins Bett. Nein. Ah, Säuglinge. Nein, auch nicht auf diese Liege. Was ist denn? Ja, so funktioniert das nicht. Ihr macht mich alle fertig. Hochheben. Why is the camera gefriest? Und du, Girl, du übst jetzt mit ihr krabbeln. Sophia muss jetzt auch gehen. Kann ich auch nachvollziehen. Wow, es funktioniert. Wow. Es macht ihr sogar wirklich Spaß. Guck mal. Also, das ist ja perfekt hier. Nee, nicht in die Haie gehen, Girl. Gefüttert werden. Danach kannst du vielleicht ein bisschen schlafen. Aber es ist 17 Uhr. Das heißt, du wirst auf jeden Fall nochmal geweckt hier. Weil sonst kriege ich die Krise. Erziehungslevel 5. Wowie. Soll ich sie jetzt bitte einfach ins Bett legen? Also manchmal ist dieses Spiel echt wild. Ich meine, um 18 Uhr kann man ein Kind schon mal schlafen legen, oder? Oh, ich weiß nicht. Ugh, disgusting. Aber sie kann jetzt erstmal ein bisschen dancen. Dann säubern vielleicht das Klo. Und dann haben wir hier nochmal eine Skincare-Routine. Das können wir noch bearbeiten. Sie hat sich eingekackt. Ja, also es ist einfach schön mit Kindern. Sie erreicht hier auch bald ein Level. Das heißt, sie wird besser, was sehr, sehr gut ist, weil das bedeutet im Endeffekt wahrscheinlich mehr Geld. Level 2. Amaya lernt alles über die Produktion digitaler Inhalte. Sie kann jetzt an der Videostation Übergänge zu Videos hinzufügen und an der Musikstation stehen ihr mehr Songs und Remixes zur Verfügung. Ja, aber Songs ist jetzt ja nicht so unsere Welt. Kleine Maus ist jetzt schon awake. Wenn sie geschnitten hat, kann sie vielleicht ihre Windel wechseln. Und dann kannst du sie eigentlich wieder schlafen legen, ne? Diese Badewanne macht mich fertig. Das war letztes Mal schon so. Halb eins erstmal Nudeln essen. Also schon relatable, ich sag, wie es ist. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass wir eine Gitarre haben. Daran müssen wir auf jeden Fall auch weiterarbeiten. Kleine Maus ist schon wieder wach, aber dir geht's noch ziemlich gut. Deswegen mach einfach mal Bauchzeit. So, Amaya ist wach. Ugh. Aber wir verkaufen die ganzen Sachen hier. Dann gießen wir und dann werden wir natürlich auch die ganzen Viecher hoffentlich wegtun. Aber sie kann sich wieder um ihren Garten kümmern. Yay! Das war ja schon immer so ihr Ding eigentlich, ne? Vor allem macht ihr das dann auch Spaß. Das ist doch toll. Und es gibt Geld. Und wir müssen Rechnung bezahlen. 445. Damit kommen wir aber eigentlich klar. Wieso musst du mit ihr denn jetzt rausgehen dafür? So, 438 von den Videos. Nice. So, dann setz bitte Celeste wieder drin ab, weil ich möchte ja nichts sagen, aber also das mit dem Geheimhalten ist dann nicht so, ne? Oh, weil es heute so warm ist. Oh, Girl. Warte, ich zieh dir was Neues an. Süß! Wer bist du denn? Das ist unser Babysitter. Ich hab ihn einfach nicht erkannt. Nee, geh weg. Du kannst jetzt in Ruhe essen. So, das Video ist mittelmäßig. Wir machen jetzt noch Übergänge da rein. Hoffentlich wird das Video damit besser. Ich weiß, dass die auch schlechter werden können mit den Übergängen, aber it's fine. So, sie muss heute auch wieder arbeiten. Muss ich dran denken. Mit den Wischübergängen wird das Video gleich viel professioneller. Sehr schön. Ein gutes Video. Yay. Dann laden wir das doch direkt hoch. Jeremy, wie kann ich jeden Tag zu dir gehen?
Das neueste Video von Amaya schlägt gewaltige Wellen und ist für einen Preis nominiert. Verfolge am Sonntag um 19 Uhr die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob sie gewonnen hat. Das wird erst in 2-3 Parts wahrscheinlich soweit sein. Deswegen schreibe ich mir jetzt erstmal eine Notiz. Ich sollte mir die Uhrzeit aufschreiben. Ich habe nur geschrieben, Sonntag Preisverleihung. Ach, ihr Süßen. Ey, wirklich, ich komme nicht klar. Ich finde es so schön, dass die beiden so gut miteinander auskommen, ne? So, Celeste geht's an sich ganz gut. Dann kannst du, Girl, ja einfach mal ein bisschen üben. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, wir kommen wahrscheinlich noch nicht mal bei der Preisverleihung rein, außer wir schaffen es nochmal zu ein Stern. Aber das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Außer wir gehen wieder mehr singen und so, ne? But it's hard. Wie kostet so eine Drohne eigentlich? Wenn man das nicht suchen kann. Ugh. Wir können uns auch so einen Pond holen. Was? Wir wollen eigentlich keinen töten. Eigentlich. Die günstige kostet 410 und die teure 1200. Ja, dann können wir die günstige doch einfach kaufen. Weil dann kann sie Singvideos machen und sowas. Also das passt ja voll gut zu ihr. Oder halt, wenn sie Gitarre spielt, dann auch. Ist ja schon sinnvoll, oder? So, und du kannst gleich vielleicht einfach mal ein bisschen higher machen, Girl. Keinerlei soziale Aktion. I'm sorry, aber sie interagiert mit ihrem Kind. Das ist eine soziale Interaktion. Lüg mich hier nicht an. Level 3 der Gitarrenfähigkeit. Jetzt kann sie gleichzeitig Lieder singen und Gitarre spielen, wollte ich sagen. Aber anscheinend mag sie Gitarre nicht. Aber das ist eine Lüge. Hör auf zu lügen, Girl. Vielleicht. Also wir können natürlich auch einen Stream starten, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht. Wir können auch einfach random irgendwelche Leute filmen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen illegal. Filmmaterial in der Nachbarschaft aufnehmen ist irgendwie auch geil. Wir können der Drohne einen Namen geben. Also wir starten eine Aufnahme. Wir starten eine Aufnahme. Und dann singen wir doch einfach mal hier ein Lied. Drohnenfreund, süß. Ja, das ist zwar die falsche Richtung, aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also ich sehe, dass sie halt so Cover-Songs oder so hochladen würde auf ihrem Kanal. Also ich finde das richtig süß irgendwie. Sie kann echt schön singen. I love it. Sie kann auch noch ein Lied spielen. Aber sie kann auch einfach hier Lieder singen an dem Ding. Macht vielleicht auch Sinn. Aber sie muss gleich arbeiten. Egal. Schön. Ich bin irgendwie gerade richtig happy. Süß. So, und dann beende die Aufnahme mal. Singen-Video, okay. Ich lerne Gitarre. Hashtag learning by doing. Hashtag medley. Hashtag coversong. Perfekt. Wir können es ja nochmal schnell übertragen. Ich hoffe, das dauert nicht so lange, weil sie muss arbeiten. Ich glaube, das geht. Sehr schön, Girl. Hashtag Texte schmettern, Alter. Ich weiß ja nicht. So, wir engagieren natürlich einen Zitter. Die kleine Maus hat nämlich Hunger. Amaya hat den Lebensstil gesellig freigeschaltet. Oh, finde ich irgendwie süß. Kannst du mir danach vielleicht auch meine Windel wechseln? Muss ich von ihm auswählen. Hier, über MC-Kontrolle, dann geht man auf Celeste, geht man auf Babypflege. Und dann kann man Winde wechseln auswählen. Deswegen machen wir das jetzt gleich auch nochmal mit dem Krabbeln üben. MC-Kontrolle, Celeste, Aktivitäten, Krabbeln üben. Außer er setzt mich einfach ab. So, die Winde ist schon mal gewechselt. Wird er jetzt mit uns Krabbeln üben? Ich wähle es einfach nochmal aus. In der Hoffnung, dass es klappt. Oho. Yay. Sehr schön. Dann machen wir wenigstens auch was Produktives hier. Nicht in die Haie gehen. Dann bitte ins Bett gebracht werden. Er hat Grillkäse gemacht. Yay. So, Amaya ist wieder da. 192, das ist ja echt nix, ne? Oh, da ist jemand sehr wütend. Ich meine, wir können die Drohne natürlich auch mitnehmen. So, Celeste wird natürlich jetzt auch beaufsichtigt, ne? Wissen wir ja. Und wir gehen hier hin und können dann hier einfach mal ein bisschen singen. Das ist so dumm, dass es immer von hinten filmt, ne? Aber so können wir ja theoretisch doppelt Geld abstauben, wenn Leute uns dann halt auch Trinkgeld und so geben. Ich meine, irgendwie kommt keiner zu ihr, aber das ist okay. Ich meine, at least hat sie dann ja eine Aufnahme, die sie dann ja hochladen kann. Danke für die 18 Simoleons und noch mehr. Damit werden wir auf jeden Fall Famer, weil ich will da unbedingt rein, dann am Sonntag. Es wäre schon ganz cool so, wenn wir schon nominiert sind. Was, wenn wir gewinnen so, ne? Wäre schon krass. Oh, die Batterie ist schwach. Naja, aber wir haben trotzdem ja ein Video. Singen in der Öffentlichkeit. Hashtag Windenburg. Hashtag Trinkgeld. Hashtag Singing. Ich bin so kreativ manchmal, ne? So, pack die jetzt ein. Oh, hier ist richtig heiß vor allem. Gut, hier bietet keiner Essen an. Oder kommt das noch? Einfach Octavia Bailey ist hier. Essen bestellen. Zum hier essen. Dann essen wir noch ein Schokobrötchen. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Was macht mein Freund hier? Entschuldigung. Es ist ja erst 9 Uhr. Hä?
Oh mein Gott, Mizuki. Oh mein Gott, Elaine ist auch hier. Aber sie ignorieren sich einfach alle. Unangenehm. Hi, Girl. Sie hat schon wieder Hunger. Danach übt ihr weiter krabbeln. Das wird schon noch was. Aber ich bin auch froh, wenn sie dann schon ein bisschen älter ist, ne? Jetzt legt sie da schon wieder hin, ne? Das funktioniert nicht. Das wissen wir schon. Aber es ist auch süß, wie viel Zeit sie halt mit ihrer Tochter verbringt, ne? Also ich meine, es muss auch irgendwie sein. Aber dafür, dass sie das Kind gar nicht erst wollte und so, ist das schon ein Meilenstein für sich, würde ich sagen. Vor allem, keine Ahnung, wenn man denkt, sie ist 16 oder so und sie macht das halt wirklich gut, also. Props, Girl! Kleine Maus ist schon wieder so müde. Was ist denn da los? Aber egal. Dann kann Mami sich auf jeden Fall um dieses Video kümmern. Das Video ist jetzt schlechter als zuvor. Naja, es war vorher, glaube ich, schon schlecht. Also, noch schlechter ist schwierig. Warum will er immer, dass wir vorbeikommen? Komm du doch hier hin. Eine Spende. Halt die Fresse, Nancy. Als hätte sie nicht selber genug Geld. So, und jetzt kann sie nochmal auf Kommentare antworten. Ich weiß nicht, warum das Ruhm gibt, aber es ist wichtig. So, und Jeremy ist gleich da. Hallo, Sophia. Warum kommen mal alle zu mir? Also, ist irgendwie auch süß, aber als ob sie 150 Follower bekommt, weil sie auf Kommentare antwortet. Das finde ich ein bisschen unrealistisch. I wish. Hallo, Jeremy. Unbekannter Anrufer. Wir reparieren deine Telefonleitung. Nimm nicht ab, wenn das nächste Mal jemand anruft. Ciao. Und sie kann ja jetzt so ein bisschen über das Gitarrending reden. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz cool sein, wenn sie das so erzählt. Oh mein Gott, warum? Und sie fühlt sich schon wieder zu schlecht dafür. I cannot. Jetzt nicht mehr. Kleine Maus ist wach. Guck mal, dein Daddy kann dich doch mal baden. Jetzt fühlt sie sich schon wieder zu schlecht. I can't do this. Sie muss gleich schon wieder arbeiten. Ja, dann mittelmäßig, dann lad das Video halt hoch. Talk to your friend. Vielleicht kann Jeremy dich danach ja auch noch füttern, Celeste. Das wäre doch mal ein Träumchen. Aber die kommen an sich auch echt gut miteinander klar. Sogar besser als mit Amaya. Was? Okay, she's a daddy's girl. Ciao, Amaya. Eigentlich brauchen wir gar keinen Zitter. Wir haben Sophia und Jeremy hier. Hey, Jeremy, hast du Bock, Celeste das Krabbeln beizubringen? Ja, setzt euch ineinander. Das macht man so. Ich finde es halt süß. Er wollte das Kind ja auch eigentlich nicht. Deswegen, ich finde es halt schon schön, dass sie sich doch besser verstehen, als wir angenommen haben. Also wir dachten ja, er ist jetzt nicht unbedingt Daddy des Jahres, aber er gibt sich schon Mühe. Es ist auch, glaube ich, schwer in der Situation. Sophia denkt sich so, die Gitarre, let's go. Wir haben Luna heute noch gar nicht gesehen, ne? Was ist da im Argen? Weinen. Same, Girl, same. Jeremy, wieso musst du das jedes Mal tun? Aber er hebt dann auch immer die Mülltonne wieder auf, ne? Das ist irgendwie lustig. Warum ist der Akku schon wieder fast leer? Aber das ist vielleicht bald auch Vergangenheit. Aber das dauert noch einen Moment. Aber da ist was, was eventuell mir dahingehend hilft. Hello, hello, hello. Ja, also das mit dem Jäten wird nichts mehr, glaube ich, heute. Dafür ist die zu müde. Es ist 4 Uhr. Hör auf, wach zu sein. Celeste ist sehr hungrig. Ja, als ob ich mir mein Kind wegnehmen lasse. I'm sorry. Solange man nur ein Kind hat und das Kind wird weggenommen, also das wäre schwierig, Bedürfnis sich zu beweisen. Aber das passt so gut in die Storyline, ne? Irgendwann, Girl, irgendwann wirst du es deinen Eltern zeigen können. Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Nein? 646, ey. Das ist so gut. Geil. Sie hat erstmal Musik angemacht, die sie kacke findet und dann ist sie noch gestresster. Wie wär's, wenn wir den Sender wechseln? Dann kannst du vielleicht Zeit mit deiner Tochter verbringen. Okay. Sie mag noch mehr Musik nicht. Oh mein Gott, ist das süß. Guckt, wie zufrieden sie einfach ist. Sie liebt ihre Tochter wirklich sehr. Es ist süß. So, wie lange wird's dauern, bis die Kleine jetzt endlich mal krabbeln lernt? Oh, ja! Oh mein Gott, wie schön. Celeste hat das Krabbeln gelernt. Da sie jetzt überall hinkrabbeln kann, solltest du sie immer im Auge behalten. Oh mein Gott. Sag mal, wie süß kann man eigentlich sein? Jetzt mal ohne Witz. Oh mein Gott, wie toll. Mein ganzer Stolz. Oh mein Gott, ist das süß. Zusammenwachsen ist so ein süßes Pack. I can't. Windel benutzen, toll. Oh, jetzt braucht sie ein bisschen Ruhezeit. Na klar, Girl. Immer wollen alle, dass wir zu denen gehen, ne? Level 4 der Gitarrenfähigkeit. Cool. Bin so stolz. Dieser Babysitter ist echt auch gar nicht aufdringlich oder so, ne? Wer braucht schon eine Kamera? So, jetzt könnt ihr ja nochmal ein bisschen stehen üben. Das ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, sie hat wann Geburtstag? Dienstag erst. Ja, dann schaffen wir das ja locker. Safe kann sie bis dahin stehen und so. Das wäre so cool. Weil ich will halt möglichst viele Sachen einfach schaffen mit ihr. Weil es einfach so cool ist. Wir können natürlich das Video auch noch kurz mal da drauf ziehen auf die Videostation. Meilenstein anprusten. Was?
Was für niedliche Geräusche. Celeste hat gelernt zu prusten. Süß. Bin sehr stolz auf dich, meine kleine Mausi. Aber wenn wir mal gucken, sie hat schon echt viel geschafft, ne? Es ist so cool. So, Amaya ist wieder arbeiten. Wie es sich gehört. Der Babysitter hat anscheinend wieder gar keinen Bock, aber Celeste schläft eh. Kann sich hier rauskrabbeln jetzt? Ah, nee. Dachte schon, das wäre voll cool. So, Amaya ist wieder back. Ach, die kleine Mausi. Wir haben 4000 Simoleons, ne? Eigentlich können wir uns dann die neuen Lampen hier kaufen. Wowie. Jetzt müssten wir alles geupgradet haben. So, geh tanzen, Girl. Nee, Boy, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Wow, Amaya ist früher wach, aber sie stellt schon wieder die elterliche Autorität in Frage. Ist jetzt irgendwie nichts Neues, Girl. Ich meine, das ist der Grund, wieso sie weggegangen ist. Dieser Babysitter ist auch so verbuggt, ne? Weil der ist schon wieder unsichtbar. Ja, dann bearbeite mal das Video. Solange dein Kind noch schläft. Wo ist meine Tochter? Och nö. Weil er die wahrscheinlich genommen hat, oder? Okay, sie ist wieder da. Alles gut. Sie kann winken. Oh mein Gott, ist das süß. Und sie hat gerade 700 bekommen. Alter. Ey, das ist so heftig. So, und du, Girl? Wir üben jetzt stehen. Oh, I love you so much. War ein Plambobus. Das aber beanspruchen. Nice, Geld. 5000 haben wir. Eigentlich müssten wir mal irgendwie dann was upgraden oder so, ne? Wenn wir die Tür ein bisschen verschieben, könnte man halt hier auch ein Wohnzimmer in Anführungszeichen hinmachen. Ich habe gerade Gänsefüße mit meinen Fingern gezeigt, Leute. Kannst du mal kurz Licht anmachen? Weil sonst sehe ich nichts. Die sieht richtig gemütlich aus. Und diese Kartons können dann eigentlich auch weg. 3000? Okay, übertreibt jetzt nicht. Das hier finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich bin irgendwie mit nichts so richtig zufrieden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann wollen wir ja auch ein bisschen Deko haben. Süß. Und sie verdient vielleicht auch mal Beistelltische, oder? Ich finde das hier, glaube ich, ganz süß. Das ist doch erstmal ganz süß. Dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Deko. Muss ja auch mal sein. Und sie ist einfach draußen. Hallo? Oh, Meilenstein in den Stand ziehen freigeschaltet. Oh mein Gott. Girl. I'm so proud of you. Entschuldigung, was geht hier vor sich? Ja, das ist nicht ganz richtig. Sie muss unbedingt ein kleines Nickerchen machen. Ey, wir haben 3 Wundermünzen gefunden. Cool. Lassen Sie mich in Ruhe. Dieses Disco-Nickerchen ist auch so overpowered, ne? Jetzt hat sie 2 Musiksachen an hier, ne? Ich kann nicht mehr. Ich würde an der Stelle aber auch den Part beenden, weil ich schon wieder relativ lange aufnehme. Und wir haben jetzt ja auch schon einige Tage gespielt. Wir haben bald die Säuglingsphase überstanden. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das durchgehalten haben. Und mittlerweile machen wir echt ganz gut Kohle, was sehr, sehr cool ist, weil wir dann nach und nach unsere Sachen upgraden können, sodass das alles hier sehr wohnlich wird. Und dann können wir vielleicht Elaine und Mizuki endlich wieder in unser Leben lassen. Aber das ist natürlich trotzdem noch in der Zukunft. Es gibt noch einiges, was wir bis dahin irgendwie erreichen müssen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.